das auf sich rein. Wenn nicht, dann machen die Schläge das Fleisch wenigstens schön zart für den Koch. Finde ich nett, dass uns die Sklaven nicht verpfeifen. Ich habe ein paar merkwürdige Spuren entdeckt. Nicht schon wieder. Es waren bloß Sklaven, die mit den Füßen schlurften. Ich habe sie auch gesehen. Das waren keine Menschen, es sei denn, die Bleichhäute haben sich inzwischen ein drittes Bein wachsen lassen. Was auch immer es war. Nur damit ihr Trottel endlich die Klappe haltet. Vielleicht da jemand umher? Turpatuluk. Arschnas. Gimpatul. Arschnas. Gterakatuluk. Akborsum. Bishit. Gimpatul. Da müssen wir uns woanders nach dem Kampf umsehen. Los, weg hier. Unsere Schützen treffen aus so großer Entfernung, dass ihr dieser Uwe wurde erschlagen, sie überhaupt sehen. Ja, aber wo ist dann der Spaß an der Sache? Sie soll so, jetzt bin ich jetzt damit ich wen abstechen kann. Das ist sauber, ich weiß. Idiot sollte auf die Ork losgehen, nicht auf mich. Okay, Karagor auf Orks losgelassen. Wunderprächtig. Und ich in Falle sitzen tu. Wir sind dir überlegen! Schön. So viel zu meinem Abdeckungsmanöver. War super. Nur niederstechen, dann sind wir fast wieder am Rhein. Super, da gibt's Pfeifenkraut. Was? Ja, die Frage ist wo? Ach da. Nun nimm's doch endlich, danke. Ich stand einfach nur so rum und plötzlich lag ich am Boden und hab zur Mauer hinaufgeblickt, von der ich gefallen bin. Hat aber kaum wehgetan, bin ein zäher Knochen. Das ist sehr gut für dich. Er schaut von dann meine Chance. Seid ein paar alte Felsen. Weiß nicht, was manchen Urks hier solche Angst einjagt. Schmeiß ihn bitte nicht von da. Okay. Ich hab gehört, du kennst die Widerstandskämpfer. Psst, nicht so laut. Wir kommen bald und holen dich hier raus. So, was haben wir denn jetzt an Land gezogen? Zerfledderte Botschaft mit einem Fleck auf der Rückseite. Mein liebster Hirgon, ich verstecke mich außerhalb des Lagers und bete, dass sie mich nicht entdecken.
Sie versklaven jeden, den sie finden. Wenn du doch nur hier wärst. Aber ich weiß, dass du die Uruks bekämpfen musst. Sonst hat niemand von uns eine Chance, je frei zu sein. Ich fürchte, ich werde dich niemals wiedersehen. Ich weiß nicht, wie lange ich überleben kann, wenn sie mich finden. Deine dich liebende Ehefrau, Erin. Manchmal frage ich mich, wie sowas nach Mordor kommt. Karak Angren, die Isenmünde, hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Griff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. Uns nicht von diesem kleinen Geschöpf in den Büschen ablenken lassen sollen. Nicht zu glauben, dass es... Sorg. Ach, immer noch der. Ich komme aber auch gar nicht voran, ne? Schon schlimm mit mir. Gut, alle Orks abgelenkt. Bald bekommen wir den Befehl, zum anderen Vorposten zu marschieren. Ich hoffe. Bei ihm schmeckt alles nach Schlag. Entweder habe ich noch nicht ganz kapiert, wie ich diese Mücken einzusetzen habe, oder sie sind einfach nur lame. Nichts und niemand in ganz Mordor könnte unseren Häuptling besiegen. Da hast du recht. Der ist eine harte Nuss. Wer ist denn euer Häuptling? Der eine oder der andere? Denn jetzt habe ich Feuerpfeile. Was macht eigentlich der Karagor? Ist der immer... Hat nicht mehr geschaffen. Lasst uns auf die Jagd. Eine Bestie, die ich jage, ist in der Nähe? Ach, das war wirklich ein geflügeltes Ungeheuer, was ich vom Himmel geholt habe. Na dann? Kann ich noch öfter machen. Kein Ding. Das Bild wird klarer. Es zeigt, was sich zugetragen hat und was kommen mag, wenn wir über die Schwarze Hand siegen sollten. Hä? Ach, das? Gut, jetzt weiß ich wenigstens wieder, warum wir das Bild zusammensetzen. Wird schon, Kumpel. Kein Ding. Wo ist denn der Vogel? Da ist der Vogel. Okay, hier gibt's überall Pfeile, oder? Ja, überall. Dann brauche ich jetzt mal wieder welche. Wärst du so freundlich? Diese Kälte ist nicht von dieser Welt. Die Orks haben ihren dunklen Herrscher angefleht, uns damit zu foltern. Das ist doch Wahnwitz. Es gibt keinen dunklen Herrscher, nur ihre eigenen verrückten Fieberträume. Nein, es ist wahr. Ich kann die Kälte fühlen, wie sie auf uns lauert und darauf wartet. Ich glaube, du hast deinen verdammten Verstand verloren. Okay, hier haben wir alles. Da ist schon wieder so einer. Der Grubenkämpfer. Nee. Gut, ich glaube, hier runter will ich jetzt nicht. Das mache ich später. Was haben wir hier hinten? Das Festmahl. Auf das geht's jetzt los. Und mittendrin hole ich noch ein Pfeifenkraut. Machen wir so, oder? Sind wir alle zufrieden? Wenn ich hier rauskomme. Der Schmied bringt doch nur alte Waffen wieder in Schuss. Der Trottel sollte seine Zeit nutzen, um neue zu machen, die länger halten. Vielleicht sollten wir unsere Schwerter an seinem Leder wetzen. Nein, das ist nicht total dumm, was ich gerade tue. Wie viele Ghule haben wir gestern getötet? Ich glaube, es waren 6. Das sollte ja wohl ein Fass Grog wert sein. Nur 6? Mann, seid ihr Loser. Okay, keine Orks, die gerade zugucken. Waren alles an tapfere Krieger. Na komm, jetzt krabbel hier hoch. Ich weiß, du kannst es. Schon einen Preis ausgesucht. Die Frau Königin oder wen? Sorry, muss sein. Kollateralschäden für unterwegs. Okay, sehe ich gerade irgendwo ein geflügeltes Ungeheuer? Natürlich sehe ich eines.
sollten alle unsere eigenen Ringe besitzen, die uns im Kampf unbesiegbar machen. Ich habe gehört, genau die sollen wir auch bekommen, wenn unser Herr erscheint und uns in die Schlacht führt. Jeder Ork ein Ring der Macht. Oh weia. Neulich gab es einen heftigen Sturm bei den Höhlen. Der hat die ganzen Bleichhäute krank gemacht. Armselig. Deswegen werden die Uruk stets die Stärkeren sein. Ein bisschen Regen lässt uns nicht gleich aus den Stiefeln kippen. Ich fühle mich gerade persönlich angemacht. Und nicht in einem netten Sinne. Nur weil ich gerade so eine leichte Erkältung habe, weil ich mal komplett durchnässt wurde. Werden wir jeden einzelnen Elfen niederschlagen, der noch übrig ist. Eines Tages wird sich niemand in diesem Land mehr an sie erinnern. Von Arondor bis Rovanion soll es nur noch Uruks geben. Daheim verblasst, die Welt rückt nah. Faden liegt sie da und lockt euch Schatten durch Trümmer. Mozu und Tumhorn haben sich wieder in die Haare gekriegt. Dieser Dummkopf Tumhorn wird es nie. Warum versucht er es überhaupt? Der kann nicht gewinnen. Wolke Zwielicht, grauer Nebel Dunst, ohne Gunst. Habt ihr das gehört? Mir war grad so. Halt still! Hier gibt's immerhin keine Hauptmänner, die ich großartig am Arsch hätte. Ich glaube, der Geistesblitz ist immer noch nicht so geil, wie man vielleicht annehmen könnte. Aber vielleicht wird er noch besser. Die Hinrichtung ist momentan eher so mein Favorit. Aber ernsthaft, ein Kombosystem, wo ich fast 30 Stück ohne Probleme hinbekomme, ist im Prinzip für null. Weil so ein geiler Kombo-Typ bin ich nicht. So, und jetzt gehst du mir mal nicht weiter auf den Senkel, Junge. Ich muss rotes und blaues Kraut sammeln, okay. Hier gibt's nur grünes. Der Sklavenmeister ist durchgedreht, weil ich dem Karagor einen Sklaven gegeben habe. Warum? Naja, verschwenderisch ist es schon. Was habe ich jetzt gemacht? Informationen sammeln? Ohne überhaupt irgendwas zu drücken? Okay, dann nehme ich den hier. Oh, du siehst irgendwie nett aus. Ach, sag bloß, ich habe ihm jetzt die Informationen einfach geklaut. Wir brauchen eine Menge mehr Rohstoffe, als wir kriegen können. Müssen die Kriegsmaschinerie am Laufen halten. Soll ich das nochmal machen? Gib deinen Verstand auf! Super, zwei Informationen zum Preis von einem Typen. Du bist auch einer meiner Feinde, ja? Nasduk. So, ich glaube, das war jetzt auffällig genug. Na, immerhin funktioniert das Ausschalten jetzt wieder. Und da auch Batman vorbei ist, werde ich da garantiert nicht wieder in Verwirrung geraten. Wenn
ich in einen Kampf gehe, möchte ich immer einen guten Jäger bei mir haben. Es ist jedes Mal ein Hochgenuss, wenn ihre Speere sich durch ein paar Köpfe bohren. Rotes Kraut wird gebraucht. So, ein so eine Flügelbestie brauchen wir noch, richtig? Das müssen wir als nächstes. Neue Herausforderung. Töte 3 Karagor. Bäm. Bäm. Aber hey, es lohnt sich ja richtig mal auf die Nebenaufgaben zu achten. Da ist noch mehr Kraut. Ich wurde schon zigmal von Ghoulen angegriffen. Nach einer Weile gewöhnt man sich daran und kann einfach alles überleben. Echt? Wurdest du auch schon mal von einem irgendwie untoten Waldläufer angegriffen? Ich rieche etwas. Du riechst gar nichts. Ich bin gerade irgendwie lustig, dass das geklappt hat. Ich hörte, dass der Waldläufer sich am liebsten leise wie der Wind von hinten an uns Uruks anschleicht, um dann wild rumzubrüllen. Eine Leiche, bist du tot. Super, ist das jetzt eine Spielanalyse von mir oder ist das allgemein nur ein Spruch? Denn genau das mache ich. Ich schleiche mich von hinten an und dann mache ich BAH! Und ihr seid tot. So, hier oben werden sie mich wahrscheinlich nicht vermuten, denn hier bin ich in Sicherheit. Und ich weiß, ich wollte eigentlich ganz woanders hin, aber im Prinzip habe ich bei der Aufnahme überhaupt keinen Plan. Ich mache einfach nur und lasse die Dinge geschehen. 3 Karagor auf dem Weg zum Festmahl. Ich habe ja immer noch Riesenschiss, mittendrin drauf zu gehen. Weil dann ist unsere ganze Arbeit wieder im Eimer. Fleischigsten Sklaven, die ich je sah. Willst du sie morgen immer noch umbringen? Aber das Feld ist recht frei von Urukai. Däh. Diese fiese Schattenkreatur beobachtet uns schon seit einer Weile. Ich habe sie gehört, kann sie aber nicht sehen. Okay, er ist nochmal mit dem Leben davon gekommen. Hey, das ist unser Startturm, oder? Müsste er sein. Ich finde es schön, dass das Klettern hier so unkompliziert ist. Da hätte man eigentlich nochmal eine ganz neue Herausforderung draus machen können. Jedes Mal, wenn du so einen Turm hast, nur an einer bestimmten Stelle hochkraxeln können, aber ich glaube, das ist nicht Sinn dieses Spiels. Was das da hinten eigentlich geil ist. Manchmal hätte ich gern schon so eine Weitsicht. Coole Statue, da müssen wir irgendwann mal hin. Allgemein ist das Wetter gerade aber sehr neblig. Ich sehe hier kaum was. Tiefliegende Wolken wahrscheinlich. Los, stürzt ihr auf den Karagor? Vielleicht wird er euch töten. Da hat er genug Schaden, dass es nichts mehr ausmacht, wenn ich... Das war der Karagor, nicht ich. Du darfst weitergehen. Hier treibt sich ein Mörder herum. Das war der Karagor, nicht ich. Gut, wenn du darauf bestehst. Leute, da unten ist ein Karagor, der euch alle zerfleischen will. Triffst du auch mal? Du tötest mich garantiert nicht, denn du kannst ja kaum noch stehen. So, wo ist der Karagor?
ist. Sie wird Zeit Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleichhäute härter arbeiten lassen.